Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Oblivion Let's Plays bei Hariplaro Let's Plays. Heute spiele wieder ich, Hans, alleine. Wir hatten leider ein klitzekleines technisches Problem. Sie scheinen sich zu häufen. Und zwar hat der letzte Speicherstand Suizid begangen. Ich habe jetzt einen neuen angefangen. Ihr seht, wo ich bin. Die Nirnwurz habe ich schon eingesammelt. Beziehungsweise die hier vorne, die hier noch nicht. Ich habe einen neuen Charakter erstellt, bis hierhin gespielt. Und zwar einen gut gebauten, kräftigen, langhaarigen Nord. Hauptfertigkeiten, Athletik, Schwernkampfzerstörung, leichte Rüstung, Schütze, Sicherheit, Schleichen. Hier einen, auch einen sehen, Glück 60. War nicht so schlecht. Fraktion keine. Es gilt, wie ihr seht, nicht mehr wie der Khajiit. Schwere Rüstung, sondern jetzt leichte Rüstung. Und besser für den Schleichenstil, den ich normalerweise ganz gerne spiele. Ausgelegt. Wir können auch nicht mehr herkömmlich speichern. Das müssen wir jetzt über die Konsole machen. Mit dem Befehl Save, Leerschritt und Speicherstand. Können wir nennen, kann man nennen, wie man will, solange es ein Wort ist. Zack, Game saved. Dann ist er auch hier oben drin. So, ihr habt jetzt beim letzten gesehen, wie ich ein bisschen rumgelaufen bin. Ein bisschen was geschnetzelt habe. Ich bin zwar immer noch Stufe 1, aber ich denke, für den nächsten Hauptquest-Teil geht das voll in Ordnung. Über die Minimap liefert das Amulett ab. War, glaube ich, auch die aktive Mission, wenn ich mich nicht irre. Nach Koroll. Man kann während eines Kampfes nicht schnell reisen. Danke, Oblivion. Na? So. Jetzt aber Schnellreise zur Rainian Priorei. Ich würde dieses Spiel gerne auf Englisch spielen, aber geht nicht. Apropos. Ja, Schild. Ja? Kann ich euch helfen? Ich muss mit Joffrey sprechen. Er ist oben. Geht nur. Ermordung. The Black Horse Courier. Ich werde Bücher, Flugblätter immer so ein bisschen durchscrollen. Ihr müsst dann auf Pause drücken, wenn ihr es wirklich lesen wollt. Ich kenne es in der Regel schon. Ich werde auch nicht jedes einzelne Buch oder Flugblatt oder whatever aufrufen und durchscrollen. Immer so ein kleines bisschen sporadisch. So. Was? Bruder Pina ist nicht Joffrey. Der ist hier. Das war auch ein Skyrim-mäßiger Sprung. Aus dem Stand genau reingetroffen. Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Der Kaiser entsandte mich, euch zu wahrscheinlich finden. Kaiser Uriel? Wisst ihr etwas über seinen Tod? Woher weißt du davon? Und der Kaiser hat euch das Amulett der Könige anvertraut? Er gab mir das Amulett der Könige. Ihr bringt mir das Amulett der Könige. Das ist unmöglich. Zeigt es mir. Gebt Joffrey das Amulett. Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wer seid ihr?
Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wow, das hast du gesagt und warum jetzt so aggressiv? Ich sage jetzt die letzten Worte des Kaisers. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. So wieder so passiv-aggressiv, oder? Wer ist der Prinz der Zerstörung? Der Fürst der Zerstörung, den er nannte, ist niemand anderes als Merunes Dagon, einer der Fürsten in der dämonischen Welt von Oblivion. Zum Glück ist die Welt der Sterblichen durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Wie kann Oblivion denn dann eine Bedrohung sein? Vielleicht sowas? Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Das Amulett der Könige ist alt, sehr alt. Die heilige Alessia selbst hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Der Kaiser bat mich, seinen Sohn zu finden. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Wo kann ich Uriels Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. Danke. So, diese ganzen Tags hier werde ich nicht alle ansprechen. Ich werde, wenn, nur die, die mich selber interessieren. Weil ansonsten hätten wir nichts anderes zu tun. Tut mir leid, Leute. Wenn ihr das tatsächlich wollt, oder bestimmte Tags, die ich immer wieder nehmen soll, beispielsweise mich bei diesen Tags auf die Klingen oder auf die Daedra fokussieren soll, dann ab in die Kommentare. Vergeudet keine Zeit. Ihr müsst Martin finden, bevor der Feind ihn entdeckt. Wow. Bist du? Ich bin hier der Schäfer. Eronor ist mein Name und dies ist die Vaynon-Priorei. Cool. Unterstützung. Normalerweise mische ich mich in die Angelegenheiten der hohen Herrschaften, die zur Priorei von Vaynon kommen, um Meister Joffrey zu sprechen, nicht ein. Tut euch keinen Zwang an und nehmt diesen Hammer. Ihr könnt ihn vielleicht gut gebrauchen und ich habe noch andere. Außerdem fallen hier nur selten Schmiedearbeiten an. Nun gut, wir haben wichtigere Dinge zu tun, als den ganzen Tag hier herumzustehen und Schwätzchen zu halten. Gehabt euch jetzt wohl. Danke. Das ist doch mal... Da kommt ein Typ aus dem Haus raus, wo dein Arbeitgeber drin wohnt, und du schenkst ihm einfach so einen Hammer. Ich meine, wow. So. Ich denke, die nächste Schnellreise kann ich noch bequemst machen. Liegen sehr gut in der Zeit. Und zwar müssen wir jetzt hier runter nach Quatsch. Den einen oder anderen Leute von euch haben beeinflusst die Menge der Informationen, die sie euch zu geben gefehlt sind. Sehr gut. Wow. Los jetzt. Lauft, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Weglaufen? Vor was? Beim Blut der Götter.
Ihr wisst es noch nicht, oder? Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur, wie aus einem Albtraum. Kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Man kann nicht die ganze Stadt zerstören. Habt ihr nicht Herr der Ringe gesehen? Sie selbst. Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind, versteht ihr? Alle anderen sind tot. Wie seid ihr entkommen? Es war Savlian Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadttore. Savlian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein, ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten, wenn ihr es gesehen hättet. Dann wüsstet ihr das. Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest. Lauft, solange ihr noch könnt. Oder wäre das Spiel ja gleich zu Ende. Nein, 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 nein. So einfach mag es euch nicht. Die Hoffnung ist dahin. Die kaiserliche Linie ist tot. Woher wisst ihr das? Der Bund ist zerbrochen. Der Feind hat gesiegt. Meint ihr den Priester? Ich glaube nicht, dass er die Stadt verlassen konnte. Nur wenige haben es geschafft. Savlian Martius weiß vielleicht mehr. Er hat das Kommando über die Stadtwache, die das Lager verteidigt. Danke für die Info. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Ganz im Ernst, vor einer Viertelstunde war der Kaiser noch am Leben. Woher wissen die das alle? Ich meine, so E-Mail-mäßig, so Facebook-Post, das ging ja, glaube ich, nicht. Wohl. Das kann natürlich auch sein. Nur ein Facebook-Post, der Kaiser ist tot. Der Himmel hat sich leicht verändert. Falls es euch nicht aufgefallen ist, er wird auch immer noch roter. Wirkt alles in allem einen recht wenig vertrauenswürdigen Eindruck. Und da ist ein kleines Viech. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ihr habt gefunden, eine Gate to Oblivion. Ein kleines Buggy, das Spiel. Ein bisschen buggy. Jetzt hab ich den ja gerade von hinten erwischt. Feig eingesteckt. Ach Leute. Das meint ihr doch jetzt nicht ernst. Ich kann einfach nicht einschlafen. Zurück, Bürger! Ihr solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Ich bin gerade hergekommen. Was ist hier passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Das ist passiert. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Was werdet ihr nun tun? Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Hilfe. Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Seid ihr sicher? Klar. Bin ich immer. Werde tun, was ich kann. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte.
Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. So. Viel Glück. Ihr seid wirklich sehr mutig. Also ihr seid nicht in... Ah, hier war das große Tor. Also ihr seid nicht in die Stadt gekommen. Okay, das war jetzt peinlich. Das hier jetzt auch. Ja. Ja. Okay, dann unterbrechen wir das jetzt. Wir sind sowieso ganz gut in der Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play direkt in Quatsch vor dem Oblivion-Tor wieder. Tschüss!